Mein Name ist Hartl Silvia, ich bin Lungenfachärztin und bin die Abteilungsvorständin von der Abteilung für Atemwegs- und Lungenkrankheiten in der Klinik Penzing. Wir haben auch ein großes Lungenkrebszentrum und daher betreuen wir auch viele Patienten. Und daher sehen wir, dass gerade bei der Diagnose Lungenkrebs sehr oft auch Menschen aktive Raucher sind und oft auch schon Langzeitraucher, also schwere Raucher, die sich selbst als schwer abhängig einstufen, da sind. Und daher ist es mir besonders wichtig, dass wir genau für diese Menschen einen Kurs machen, wo wir ihnen zeigen, es geht. Jeder ist sofort einmal verzweifelt, wenn er eine schwerwiegende Diagnose hat. Und dann hat man so das Gefühl, es wird auf meine Schultern auch noch gelegt, dass ich mich noch um was anderes kümmern soll. Es ist nicht was ganz was anderes, sondern es geht immer um das große Thema Gesundheit. Es wird für Ihre Gesundheit in den nächsten Monaten extrem wichtig sein, dass wir dieses Ziel gemeinsam verfolgen und dass wir es schaffen. Und es ist etwas, was Sie von Beginn an in eine aktive Rolle bringt. Denn Krebs haben und Krebstherapie durchmachen heißt immer ein sehr aktives Vorgehen. Und da ist Rauchentwöhnung ein Teil davon. Wir werden uns in dem Thema damit beschäftigen, wie weit sozusagen das Rauchen mit der Diagnose Lungenkrebs überhaupt zusammenhängt, welche Symptome man haben kann, welche Befürchtungen man haben kann und wie man einen guten Rauchplan aufstellen kann und auch darauf eingehen, wie man mit Medikamenten oder Therapeuten oder wo finde ich Hilfe umgehen kann. Und ich glaube, jeder, der gesagt bekommt, er soll das Wagnis eingehen, mit dem Rauchen aufzuhören, kann hier einen Leitfaden finden und vor allem am Ende des Kurses sollten Sie die Sicherheit haben, dass Sie es auch schaffen können.